Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten How-To-Tutorial-Video. Und zwar geht es diesmal darum, zwei Clash of Clans-Accounts, Scheißversprecher direkt am Anfang, auf einem iOS-Gerät. Ja, ich werde das ganz oft gefragt, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video dazu, um euch das einfach so ein bisschen näher zu erklären. Ja, wir steigen einfach mal ein. Also ich habe das so gemacht. Ich hatte meinen ersten Account auf meinem iPhone 4S und habe dann eine zweite Apple-ID erstellt. Und mich auf meinem iPad in den Game Center angemeldet. Ganz einfach. Und da eine neue ID erstellt. Und habe ja, eben mit der ID ganz normal gestartet. Das heißt, ich habe einfach ein neues Gerät genommen. Habe da ganz normal angefangen. Also so hat es bei mir funktioniert. Ich habe, ja, wie gesagt, einfach Account erstellt, Clash of Clans runtergeladen, Clash of Clans gestartet und einfach von vorne angefangen. Und ja, und dann habe ich irgendwann mal ausprobiert, ob ich das eben auch meinen alten iPhone 4S-Account auf meinem neuen iPad Mini spielen kann. Und ja, deswegen, also ihr könnt nicht auf einem Gerät, also das habe ich nicht ausprobiert, deswegen kann ich euch nicht garantieren, dass das funktioniert. Ihr könnt nicht auf einem Gerät zwei Accounts starten. Ihr müsst am Anfang erstmal zwei Geräte haben, damit das irgendwo zwischengespeichert werden kann. Ja, also ich habe mich hier jetzt erstmal mit meinem neuen Account angemeldet. Ah, beziehungsweise mit meinem, ja doch, mit meinem neuen Account. Und ja, wie ihr seht, das Video ist top aktuell. Das neue Clash of Clans. Hintergrund-Ladebildschirm. Ich finde es persönlich ziemlich cool. Mal was anderes. So, und dann bekomme ich immer diese Meldung. Ein Game Center-Alarm, dass auf diesem Game Center-Account eine andere Welt, ein anderer Account, ein anderes Dorf, was auch immer wie ihr es nennen wollt. Gesichert ist und ja, da werde ich auch, wird auch angezeigt, was und ja, da müsst ihr jetzt einfach einen Großbuchstaben bestätigen eingeben, OK drücken, dann lädt das Spiel von neu. Wie gesagt, das passiert hier alles gerade auf meinem iPad. So, und jetzt bin ich auch schon in dem, was ihr aus dem Let's Play kennt, in dem Dorf gelandet. Und ja, dasselbe probieren wir jetzt einfach nochmal in die andere Richtung. Dazu einfach gucken, dass euer Clash of Clans zu ist. Meldet euch im Game Center ab. Meldet euch mit eurem neuen Account an. Ja, da sind jetzt bei mir schwarze Balken drüber, weil ich nicht unbedingt meine E-Mail-Adresse öffentlich machen wollte. So, nochmal gucken, ob Clash of Clans geschlossen ist. Dann starten. Und dann sollte er euch wieder wie eben fragen, ob ihr wieder zurück in das andere. Also in das andere Dorf wechseln wollt. So, ja, das war es eigentlich hierzu. Was ich noch sagen möchte, wenn ihr irgendwelche Probleme rund um Clash of Clans habt, irgendwas erklärt bekommt, schreibt mir einfach eine private Nachricht und dann mache ich eventuell ein Video drüber, erkläre es so, wie ich es mache, wenn ich eine Antwort dazu habe. Wenn nicht, suche ich eine raus und probiere sie euch zu beantworten. Ja. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und auch gefallen. Ja, gut. Und ja, wenn ihr aktuell zu meinem Channel bleiben wollt mit meinen Let's Plays und Update-Videos und was da noch kommen mag, dann abonniert meinen Channel oder lasst es so wie immer, eben wie ihr Bock habt. Ich hau ab. Haut rein.